is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Schrift verdrehen. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Zu den erfolgreichsten Täuschungen Satans gehört der Standpunkt, es spiele keine Rolle, was die Menschen glauben. Er weiß, dass die Wahrheit, aus Wahrheitsliebe angenommen, die Seele des Empfängers heiligt. Deshalb versucht er ständig, falsche Theorien an ihre Stelle zu setzen. Fabeln, ja, ein anderes Evangelium. Die verschwommenen und seltsamen Bibelauslegungen und die vielen widersprüchlichen Theorien über den religiösen Glauben, die man in der christlichen Welt findet, sind das Werk unseres großen Widersachers, der dadurch die Leute in ihrem Denken verwirren will, damit sie die Wahrheit nicht erkennen. Die Uneinigkeit und das Getrenntsein der christlichen Kirchen geht hauptsächlich auf die herrschende Sitte zurück, die Schrift zu verdrehen, um eine Lieblingstheorie zu stützen. Anstatt das Wort Gottes mit demütigem Herzen und großer Sorgfalt zu studieren, um seinen Willen kennenzulernen, suchen viele bloß nach etwas Merkwürdigem oder Originellem. Um falsche Lehren und unchristliche Praktiken zu stützen, reißen einige Leute Schriftstellen aus dem Zusammenhang. Sie zitieren vielleicht nur die Hälfte eines einzelnen Verses als Beweis ihres Standpunktes, während der Rest der Stelle erwiesen hätte, dass genau das Gegenteil gemeint ist. Mit der Klugheit der Schlange verschanzen sie sich hinter gar nicht zusammenhängenden Aussagen, die so miteinander verbunden werden, dass sie ihren fleischlichen Wünschen passen. So verdrehen viele absichtlich das Wort Gottes. Andere, die eine lebhafte Fantasie haben, greifen sich die Gestalten oder Symbole der Heiligen Schrift heraus und interpretieren sie so, wie es ihrer Einbildung entspricht, ohne weiter auf das Zeugnis der Schrift, das sich ja selbst auslegt, zu achten. Und dann stellen sie ihre extravagante Vorstellung als biblische Lehren vor. Wann immer die Bibel nicht in einem Geist des Gebets, der Demut und der Lernbereitschaft studiert wird, wird der eigentliche Sinn der klarsten und einfachsten wie der am schwersten verständlichen Schriftstellen genauso verdreht. Das Wort Gottes ist für alle klar, die es unter Gebet studieren. Jeder aufrichtige Mensch wird zum Licht der Wahrheit gelangen. Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen. Keine Gemeinde kann in der Heiligung vorankommen, wenn ihre Mitglieder nicht genauso intensiv nach Wahrheit suchen wie nach einem versteckten Schatz. The Lord is coming. Are you ready?